Die nächste Übung, Ententini, wird gesungen und mit Füßen geschickt ausgeführt. Dazu wird noch geklatscht. Es ist also einiges dabei, was man lernen und üben kann. Aber die Kinder machen das mit so einer Freude, dass die Freude sie wachsen lässt und der Stolz, es zu können. Die müssen gar nicht wissen, was sie jetzt gerade üben, dass sie ihre Hände und ihre Füße koordinieren. Dass der therapeutische Effekt geht sozusagen nebenbei. Ententini, Savaracatini, Savaracaticataca, Bia Baia, Puff! Und nach hinten. Ententini, Savaracatini, Savaracaticataca, Bia Baia, Puff! Prima, jetzt mit Klatschen. Ententini, Savaracatini, Savaracaticataca, Bia Baia, Puff! Und nach hinten klatschen. Ententini, Savaracatini, Savaracaticataca, Bia Baia, Puff! Ententini, vorwärts und rückwärts, haben Sie bei den Kindern gesehen. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine seitliche Variante, damit noch mehr über Kreuzbewegungen eingeflochten werden können. Ententini, Savaracatini, Savaracaticataca, Bia Baia, Puff! Ententini, Savaracatini, Savaracaticataca, Bia Baia, Puff! Sie finden bestimmt noch mehr Variationen. Sehr schön ist es auch im Kreis auszuführen mit mehreren Stäben und dann kann man immer ein Häuschen weiter wandern und hat nochmal eine Gelegenheit, die Übung zu wiederholen und auszuführen.